Ahoi, liebe Klemmerstein-Fans, hier ist euer Captain Baubär und dieses Mal sind wir in der Rubrik angekommen, Artikel, die ich nie vorhatte, in meinem Online-Shop zu listen, wo meine Freundin aber darauf insistiert hat, sie auch endlich mal mit reinzunehmen, weil sie sie großartig findet. Ja, dieses schöne Sammelsurium an Blümchen ist nicht Baubär-approved, sondern Baubär-innen-approved. Ja, ihr kennt diese Blumen wahrscheinlich schon, wenn nicht, ich mach's mal ganz kurz. Sembo bietet Einzelpflänzchen an oder Einzelblumen, Einzelschnittblumen in verschiedensten Varianten. Ich zähle hier auf der Rückseite sagenhafte, Gott, wie viele sind denn das? 12, 24 unterschiedliche Blumen, dann die ganzen teilweise nochmal in unterschiedlichen Farben. Ja, und diese Sets sind an mir meilenweit vorbeigegangen, denn ich interessiere mich nicht für Blumen aus Klemmbaustein. Meine Freundin aber schon, die hat nämlich von Lego den Bonsai und dieses eine Flower-Bouquet gekauft und ist sehr begeistert davon gewesen, beziehungsweise vom Bonsai nicht so, von dem Flower-Bouquet doch schon, und drapiert das immer so in schönen Wieschen und stellt das bei uns ins Wohnzimmer zum Beispiel, denn der Vorteil von Plastikblumen ist, dass sie einfach nicht verwelken. Ne? Man muss sie nicht gießen, man muss sich nicht um Ungeziefer kümmern und dann stehen sie da halt. Was ihr an den Lego-Sachen immer so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, die Tatsache, dass du halt immer so ein ganzes Set kaufen musstest und dir das nicht selber zusammenstellen kannst. Das dachte sich Sembo auch und deswegen haben sie halt einfach mal, glaube ich, alle mehr oder weniger gängigen Blumensorten auf den Markt geschmissen. Also bei mir in der Baubär-Boutique gibt es davon, glaube ich, aktuell 12 oder sogar 15 verschiedene Blümchen, teilweise auch das gleiche Blümchen, aber in verschiedenen Farben. Und ja, also ich bin nicht die Zielgruppe. Ich würde das auch niemals wirklich für mich kaufen. Aber auch der geneigte Technikkäufer braucht ja irgendwie mal ein Mitbringsel. Oder die Käuferin, ne? Für ihren Partner, Partnerin, je nachdem. Ich möchte da jetzt irgendwie keine Geschlechterklischees ansprechen. Meine Freundin hat diese drei sich ausgesucht als kleines Geburtstagsgeschenk. Das heißt, sie hat sie nicht bezahlt. Selbst wenn sie sie bezahlt hätte, hätte sie da mit 15 Euro einen überschaubaren Betrag investiert. Die Blümchen haben, je nachdem, was ihr da jetzt genau kauft, so zwischen 60 und 120 Teile. Das ist mal ein besserer Deal für 5 Euro, mal ein schlechterer Deal für 5 Euro. Im Endeffekt muss es einem gefallen. So. Es ist Sembo. Ja? Da gehen bei mir mal so ein bisschen die Alarmglocken an, denn ich habe die Herleidowitzan gebaut, wie ihr hier so schön seht. Und das war jetzt nicht so eine tolle Erfahrung. Das Video verlinke ich hier oben nochmal ganz fix. Man muss ganz klar sagen, die Teilequalität geht vollkommen in Ordnung für das, was es hier gibt. Ich hatte jetzt keinen wirklich negativen Ausreißer, was die Klemmkraft angeht. Beziehungsweise meine Freundin hatte keinen negativen Ausreißer. Bis auf eine Ausnahme. Dieser Axtstopper, der hält so gar nicht. Hier unten, der braune. Das ist ein bisschen schade, aber man muss es auch einfach mal realistisch betrachten. Die Dinger stellt ihr meistens in eine Vase und dann war es das. Zum Ausschlachten ist das auch eher semi geeignet. Ihr kennt das, ne? Also ich meine, so ein Set kauft niemand zum Ausschlachten, sondern weil er sich einen Blumenstrauß individuell zusammenstellen will. Das Ganze kommt in diesen wunderschönen kleinen Kartons. Man muss echt wirklich Sembo ein bisschen Respekt dafür auch aussprechen, dass sie ja auch bei so einem kleinen Artikel, der in der Herstellung wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel kosten darf, damit er überhaupt zu einem guten Preis am Markt erscheinen kann, gibt es ein Relief und einen Glanzdruck vorne auf der Seite. Einmal des Produktes selber und einmal des Markennamens bzw. des Logos von Sembo. Wo ich mich da immer schon frage, warum sie dafür noch nicht abgemahnt wurden. Aber wahrscheinlich interessiert es Lego einfach nicht. Ist ja keine Minifigur. Also nur der Kopf davon. Genau. Die Packungen sind nett bedruckt. Ne? Es wird hier halt immer ein bisschen darauf hingewiesen, was es so gibt. Macht man jetzt nicht so irre viel falsch mit. Ne? Gebaut wird das Ganze so innerhalb von 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie umfangreich das Set ist. Also, es ist. Also mit so einem kleinen Strauß ist man dann ungefähr ein bisschen über eine Stunde beschäftigt. Klar, man kann jetzt sagen, okay, 5 Euro, also bei mir im Laden im Shop kostet es 4,99 €. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Schnapper, ja, gerade wenn man 60 Teile-Set findet. Aber man muss auch ganz klar sagen, hier sind gewisse Handlungsunkosten mit bei. Ne? Also Karton, Verpackung, die Anleitung, die natürlich so ein Set dann auch einen gewissen Preis kosten lassen. Ne? Das Ganze ist halt auch ganz süß gemacht. Es bleiben ein paar Ersatzteile über. Die Anleitung ist natürlich, weil
machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt nicht der Bau von Ben-Hur oder vom Kolosseum oder sowas. Das ist die Anleitung, die ist leicht verständlich, die ist vom Druckbild her vielleicht ein bisschen klein. Das muss man eher fairerweise sagen, aber okay. Dann gibt es bei all diesen Blümchen so eine Schleife damit bei. Die wurde hier auch einmal umgebunden. Ne? Und die finde ich persönlich ein bisschen überflüssig, weil ich glaube, 90% der Leute schmeißen die weg. Das heißt, man hat wieder Plastikmüll erzeugt. Schade. Und dann gibt es hier noch ein schönes Kärtchen. Das ist eigentlich auch ein bisschen überflüssig, aber das ist wenigstens schön. Wo dann Lilac Flowers draufsteht und wahrscheinlich irgendwas zu den Fakten zu der Pflanze bzw. zu der Blume. Blöderweise spreche ich kein Chinesisch. Bummer. Ein paar Satzteile gibt es auch. Dann gibt es diesen hässlichen Plastikkarton, der damit bei ist. Der ist aber auch nicht bei allen dabei, ironischerweise. Ja, ne? Deswegen muss man halt gucken. Also bei Lego, glaube ich, wird so eine Blume einen Zehner kosten. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen sind wir uns einig, es ist eigentlich ein ganz guter Deal. Karton ist auch schön, habe ich ja schon erzählt. So. Es ist natürlich so, wenn man sich so ein Set kauft, dann ist eigentlich eine primäre Frage wichtig: Gefällt es einem oder nicht? Ich finde diese Blume tatsächlich mit am schönsten. Ja, also, das soll sein, eine lila Blume. Floristen unter euch werden jetzt, mir absolute Unkenntnis unterstellen und das tun sie auch mit Recht. Ich habe von Blumen nicht so viel Ahnung. Ich gucke sie mir auch hauptsächlich unter dem Aspekt des Gefallens an. Die finde ich schön, die ist schön detailliert. Der Bau ist jetzt für mich nichts, weil das ist mir zu fisselig, aber meine Freundin hatte da durchaus Spaß mit. Wobei auch ihr das ein bisschen zu fisselig war. Prinzipiell ihre einzige wirkliche Kritik an diesen Sets, neben den eventuell etwas hohen Preis, aber darüber kann man echt streiten. Ich finde den Preis vollkommen in Ordnung. Ich verkaufe sie aber auch. Ist, dass die Grüntöne nicht so ganz stimmen mit dem auf der Verpackung abgebildeten Grüntönen. Ja? Also sie findet halt, dass dieses Grün gerade von dem Stiel und von den Konnektoren hier oben, das sieht hier halt deutlich dunkler aus und da muss ich ihr recht geben. Das hier sieht ein bisschen mehr nach so einer kleinen süßen Partyblume aus und das sieht mehr nach einer edleren Pflanze aus. Muss man ganz klar sagen. Das ist bei dem Stiel vom Safran genauso. Diese Blumenvase ist übrigens nicht dabei. Ich biete keine Blumenvasen aus Klemmerstein an, weil soweit ich das weiß, die es gibt, mit Vorsicht zu genießen. ja, deswegen, ich finde, für 5 Euro ist das ein cooles Mitbringsel, ne, sage ich immer, wenn man Leuten, die Klemmerstein verrückt sind, mal was schenken möchte, was sie vielleicht noch nicht auf dem Radar haben. Kann man bei der nächsten Bestellung bei mir in der Baubär-Boutique. Captain-Baubär.de. So viel Schleichwerbung muss sein. Kann man sicherlich einfach mal irgendwie noch so ein, zwei davon mitbestellen. Dann hat man immer ein schönes Geschenk zu Hause, was man irgendwie mal raushauen kann. Zum Geburtstag. Keine Ahnung. Wenn man jemandem eine Freude machen will, das ist auch ganz wichtig im Leben, anderen Menschen eine Freude zu machen. Deswegen macht mir eine Freude und bestellt die bei mir im Shop. Bleibt gesund, baut was Schönes und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Artikel, die der Captain so nie in seinem Shop haben wollte, aber für die es einen Markt gibt und die seine Freundin gerne mal gesehen hätte. Bis dahin, macht's gut, euer Captain.